So, ich bin hier gerade in Köln. Hier sind ganz echt mega friedliche Menschen. Salvede Diskiboli Diskiboli. Wir sind gerade auf dem Weg nach Köln. Und ich habe mir gedacht, was wäre ich für ein YouTuber, wenn ich nicht jeden Scheiß filme. Und deswegen begleitet ihr mich jetzt einfach mal auf den Tag. So, die Damen sind gerade auf die Toilette gegangen, deswegen machen wir hier einen kleinen Zwischenhalt da hinten. Mein Bruder muss da auch irgendwo stehen. Und erstmal blöd, dass Frauen keinen Penis haben, sonst könnten sie nämlich einfach hier so da hingehen und so wie Männer. Also ich mach's natürlich nicht, weil ich bin gut erzogen. Aber ich habe mir gedacht, ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, ein bisschen auf meinen Social Media Krams aufmerksam zu machen, denn auf meinem Hauptkanal will ich damit nicht so rum. Werbung, Spam, ja, das war gutes Deutsch-Toping. Yeah! Auf jeden Fall könnt ihr mir auf Twitter, Instagram, Facebook, Kick, Snapchat, AskFM, ach, ich habe eigentlich alles, was nötig und unnötig ist. Spam da immer so ein bisschen rum und da können wir so ein bisschen kommunizieren, was ziemlich cool ist. Und ich höre jetzt mal auf, weil die Leute schauen mich schon ein bisschen komisch an. Und nächster Halt ist dann Köln. What? So, und wir sind in Köln. Jetzt suchen wir das Hotel, legen unsere Sachen ab und dann gehen wir gleich weiter mal in die Innenstadt Richtung Dom und so. Hallo. Guten Tag. So, hier mein eigenes Zimmer. Das hier ist das Bett von dem werten jungen Mann hier. Warum? Tja, warum denn da? Hier hinten ist dann unser Bett. Woo! Oh, okay, ist schon mal nicht kaputt gegangen, das ist schon mal ein gutes Zeichen, oder? Das Bändel fliegt hier so rum. So, ich würde sagen, wir machen erstmal ein gechilltes Powernapping und dann gehen wir in die Stadt. Ne, wir gehen sofort in die Stadt. Mein Bett. Oh, ich habe gerade einen Krampf. Oh, das Bad. Das Bad fehlt. Oh. Naja, kann man drin liegen, stehen. So, ich bin hier gerade in Köln, hier sind ganz echt mega friedliche Menschen. Fresse. Der ist ja zum Beispiel typischer Kölner mit dem Bart. Typische. Warum hast du den Bart wachsen lassen? Weil ich so aussehen möchte wie Bushido an all die kleinen Kinder da draußen. Ne? Hört auf, diese unter meine Instagram-Fotos zu posten, ihr Message. Und da hinten sind auch noch ein paar, die nehmen gerade auf. Hier haben wir den Regisseur. Nice. Oh mein Gott, nein, das bin ich nicht. Wo ist der Kampf? Wo ist der Kampf? Scheiß, Scheiße! Ja. Das muss auf jeden Fall dieses Piep, man muss immer piepen. So, ich bin gerade im Schokoladenmuseum und ich würde sagen, jetzt bin ich richtig in meinem Element. Bin ich mal gespannt. Nee, greif erstmal rein. Und ganz vorsichtig. Wenn ihr riechen könntet, wie es hier riecht, hier riecht es brutal nach Schokolade und ich schiebe natürlich einen riesen Hunger. Leute, ich habe jemanden gefunden aus dem Fernsehen, kennt man die? Sprecht's mal an. Entschuldigung, bist du nicht hier aus dem Fernsehen? Oh, so, wir sind wieder zurück im Hotel. Es ist mittlerweile auch 7 Uhr. Und ja, ich glaube, heute machen wir nichts mehr. Wir waren auch noch an der Schlossbrücke, aber da mussten wir feststellen, dass wir vergessen haben, ein Schloss zu holen. Und deswegen werden wir da morgen nochmal hingehen. Ansonsten schauen wir jetzt nochmal ein bisschen Fußball, würde ich sagen. Und ja, dann bis morgen. So, guten Morgen zusammen. Die Nacht war ein bisschen kurz, weil wir um 7 oder so aufgestanden sind. Ansonsten werden wir heute an die Schlossbrücke gehen und dann nochmal ins Mediakraftbüro. Und dann fahren wir auch schon wieder nach Hause. Wir haben eine kleine Verschnaufpause gemacht, weil wir die ganze Zeit unterwegs waren hier in Köln und jetzt sind wir bei einer Couch mit einer schönen Wand und zwei schönen Menschen, die schon die ganze Zeit dabei waren, aber YOLO. So, denn das war's dann ja auch schon soweit. Hier in Köln in meinem, naja, es war eigentlich kein Follow Me Around. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, dann geht einfach mal jetzt auf meinen Kanal und sucht mal ein bisschen rum, denn auf meinem Zweitkanal kommen ein bisschen häufiger Videos als auf meinem Hauptkanal. Ansonsten Daumen hoch nicht vergessen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein, euer Race Chew.